Okay, Freunde, was wir jetzt machen, basically, ist, machen wir Wer lügt besser. Jona hat Gegenstände vorbereitet, die sehr seltsam sind. Wir haben beide keine Ahnung was. Wir kriegen diesen Gegenstand vor uns, müssen den der anderen Person beschreiben. Entweder sagen wir die Wahrheit oder wir lügen. Wenn die andere Person es glaubt und es war eine Lüge, kriegen wir einen Punkt. Wenn die Person sagt, wir würden lügen, aber es ist die Wahrheit, dann auch. Das war's. Okay, du kannst gucken. Das, was ich vor mir habe, ist was Interessantes. Okay. Ist was wirklich Interessantes. Ich sehe vor mir ein Objekt, größtenteils rot, und ein Dinosaurier ist sozusagen obendrauf auf einer kleinen Holzplatte. Ja. Darunter sind Rollen, vier Rollen an jeder Ecke. Unter der Holzplatte. Also es sind so mehrere Holzstäbchen, die aneinander sind, aber es ist letztlich eine Konstruktion, wo halt was drauf stehen kann. So. Was ist das für ein Dino? Ich kenne mich mit Dinos nicht so gut aus, aber ich bin mir sehr sicher, es ist ein Pflanzenfresser. Ich weiß nicht, ob es ein Stegosaurus ist. Ich bin mir nicht sicher, was. Okay. Ich bin nicht gut in Dino-Namen. So. Ja. Aber es ist. Hat der einen langen Hals? Nee, der hat einen ganz kurzen Hals. Sagst du die Wahrheit? Du hast eigentlich sehr souverän, du hast da auch viel hingeguckt. Ich finde auch. Ich finde, du hast am Anfang aber sehr lange um den heißen Brei geredet, weil du hast gesagt, da ist was. So, wenn ich da jetzt so ein Dino vor mir hätte, würde ich auch sagen, hier ist ein Dino vor mir und nicht, hier ist hauptsächlich rot. Das war ja das, wie du angefangen hast. Naja. Hier ist hauptsächlich rot. Naja, aber das Rote sticht ja raus. Also wenn du was siehst, ist ja, also die Farbe ist schon sehr dominierend. Ich glaub dir. Glaubst du mir? Ja. Dann zeige ich dir jetzt, was ich hier wirklich habe. Ja. Ich glaube auch, dass es ein Pflanzenfresser ist. Ja, ist es nicht sogar ein Stegosaurus? Es war ziemlich gut beschrieben. Ich finde auch. Ja, das war ziemlich gut beschrieben. Ja. Süß ist der. Ich glaube, der hat gerade eine gute Zeit. Woran hast du es gemerkt? Weil es sehr souverän gewirkt hat. Ja? So in deinem Blick, der ist nicht abgeschweift. Ja, aber auch wenn ich intensiv in deine Augen geschaut habe, hast du nicht weggeguckt. Ich habe eigentlich absichtlich ein paar Mal runtergeguckt, als du mich angeguckt hast. Okay. Weil ich genau den Effekt erzielen wollte. Ja, das habe ich nicht gemerkt. Ja, ich war noch nicht unsicher genug. Dachte, ich war ein bisschen unsicher. Habe ich meinen ersten Punkt. Hast du deinen ersten Punkt? Ich spreche, sodass ich nicht höre, was du tust. Ich bin völlig bei mir, in meiner kleinen Welt. Sagst du Bescheid? Ja, ich habe was Tolles hier. Ja, das ist ein bisschen lustig, aber vielleicht findest du es auch ein bisschen cringe. Ich habe hier vor mir ein ungefähr 2 Fäuste großes, kleines Plüschtier, ein Tiger, und dessen Haare sind blau. Und er hat, kennst du im Flieger diese Kopfhörer, die man bekommt, aber nicht jetzt, sondern die man früher bekommen hat, die so übers ganze Ohr gehen? Mit so einem Bügel? Ja. Nein. Was, ein Bügel, wo du, also du kannst, so wie das, aber du hast den Bügel. Ach so, ein Bügel, der hier so drüber geht. Ja, das hat das noch auf. Das kannst du so genau sehen, dass der Bügel so. Nein, aber dass das die Art von Kopfhörer ist. Dass es die Art von Kopfhörer ist, das kannst du sehen. Ja. Obwohl das so klein ist. Ja, die Kopfhörer sind ja nicht so klein, die sind ja so groß. Ach, so groß sind die Kopfhörer? Ja, die sind diese Muscheldinge. So groß sind die da jetzt gerade? Ja. Weil der ist ja nur 2 Fäuste groß. 2 Fäuste nebeneinander eher. So. Ja, aber 2 Fäuste nebeneinander und dann ist so groß der Kopfhörer. Das ist ein sehr überproportional großer Kopfhörer. Sieht nicht so überproportional aus, though. Ist es nicht so? Nö. Weil der Kopf auch sehr groß ist. Ich glaube, weil es auch einfach Kinderkopfhörer sind. Die sind auch so grün. Was ist ein Tiger? Eins mit Streifen, so weiß und schwarz. Ja. Hat es einen Schwanz? Ja. Ist der, also wenn das jetzt die Körpergröße ist, ja. Der 2 Fäuste groß, wie lang ist dann der Schwanz? So. Ja. Schon recht viel. Welche Farbe haben die Kopfhörer? Grün. Das sind grüne Kopfhörer. Ja. Ist der schwer? Ist der, oder ist der? Das ist ein Plüschtiger. Okay. Nee, ist leicht. Lügst du? Nee. Du lügst nicht? Nee. Oder auch ja. Oder auch ja? Ich lüge. Weißt du, was ich glaube? Hm? Ich glaube, du lügst. Weil zum einen, als du die Länge des, also vielleicht renne ich jetzt total in die falsche Richtung, das ist völliges Überinterpretieren von Sachen, als du die Länge gezeigt hast von dem Schwanz, hast du so gemacht und wieder so gemacht. Aus einem weirden Grund bist du wieder zurückgegangen zu dieser Stelle, was ja eigentlich unnötig ist. Als ich dich gefragt habe, wie schwer das ist, hast du nicht gesagt, ja, weiß ich doch, ist nicht schwer, sondern du hast wieder diesen Impuls gehabt von, ja, ich zeig mal was, ne, ich gehe mal runter. Ja. So. Und es gab noch was Drittes. Genau, das mit den grünen Kopfhörern. Warum hast du nicht vorher gesagt, dass sie grün sind? Hast du? Ja. Oh, shit. Ich habe es einmal gesagt und einmal hast du mich gefragt. Aber ist egal. Kann ich meine Meinung nochmal ändern? Ja, kannst du machen. Mir ist egal. Okay, also ich kann jetzt sagen, dass du lügst und ich kann sagen, dass du die Wahrheit sagst. Ja. Dann sage ich, dass du lügst. Das
Das ist irgendeine Scheiße. Was ist das? Keine Ahnung. Junge, 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 Junge. Keine Ahnung. Krass. Schade. Krass. Ich dachte, ich hab dich. Dachtest du? Weil das so ein schlechter Witz ist, dass jemand so, wir sowas machen, dann macht jemand blaue Haare hin. Ja. Ist doch ein schlechter Witz. Ja, war auch, also es hätte genau so sein können. Genau. Es hätte etwas genau so eine solche Sache sein können. Ja. Ich hab hier vor mir, was ich actually lustig fand. Eine Pflanze, eine kleine Pflanze mit einem Stück Papier drauf. Und die Pflanze hat einen Pflanzentopf. Der Pflanzentopf ist weiß, ist ein kleines Töpfchen. Man kann es auch Töpfchen nennen. Das Interessante ist eigentlich, was auf dem Schild draufsteht. Da steht nämlich der allerechte Pflanzenhase. Und es ist ein kleines Bild von Apo Red, wie er so macht in seinem schwarzen Tanktop, also es ist ein rausgefotoshopptes Bild, also ohne einen Hintergrund, auf einem weißen Zettel, der halt an der Pflanze mit einem Tesafilmstreifen festgeklebt ist. Das sehe ich hier. Ist das eine echte Pflanze? Ja, es ist eine echte Pflanze. Oh, da hast du gerade richtig gebraucht, um das zu testen. Ich habe in einen kleinen Blatt mit dem Fingernagel reingedrückt. Mhm, okay. Ich habe mir ein bisschen schlecht gefühlt in dem Augenblick, weil ich habe einer Pflanze wehgetan. Oh. Ich kann dir nicht sagen, was für eine Pflanze ist. Ich kenne mich mit Pflanzen nicht aus. Der allerechte Pflanzenhase. Der allerechte Pflanzenhase. Baba-Pflanzenhase. Nee, der allerechte Pflanzenhase. Baba-Pflanze. Nein, der allerechte Pflanzenhase. Baba. Nein. Okay. Ich glaub dir. Ich glaub dir. Du sagst die Wahrheit. Natürlich gibt's nicht den allerechten Baba-Pflanzenhase. Was ist denn das? Oh, mein Herz schlägt so schnell, Digga. Ich kann das nicht. Das kleine Herz macht das nicht mit. Oh. Wieso habe ich's geglaubt? Oh, es ist so aufregend zu lügen. Du bist richtig fertig jetzt. Ich bin richtig K.O. Ich glaube, du hältst es besser aus zu lügen als ich. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht so. Ich hab's dir geglaubt. Und es ist jetzt ein Knick in unserer Freundschaft. Ich glaube auch, weil was kannst du mir jetzt noch glauben? Weil ich habe ja gesagt, du lügst. So, ja. Ich hab's ja noch gesagt. Aber ja. Ich konnte dich hinters Licht führen. Ja. Sag Bescheid, ne? Ja, ich habe was sehr Lustiges hier jetzt. Ja. Sehr, sehr lustig. Ist wieder ein Witz auf Rezo-Kosten. Ach so, auf meine Kosten? Ja, nicht auf deine Kosten, aber ist ein Witz, der auf dich sich bezieht. Ach so. Und zwar habe ich hier... Ein Witz, der mit mir lacht. Genau. Es ist ein Büroartikel. Ein Büroartikel? Ein Büroartikel. Vor dem Büroartikel, in einem der kleinen Fächer, sind die Buchstaben CDU. Das sind so einzelne Buchstaben. Und an dem C und an dem U ist so... Plastikscheiße. Was ist das für ein Büroartikel? Ich kann es nicht beschreiben. Das ist das, wo du so, so Hefte reinmachen würdest. Ach so, Hefte, nicht ja, Ordner. Also nicht dicke Ordner? Nee, eher so Briefe oder sowas. Ah, sind es Schubladen, also die so sind? Nee, gehen die Briefe so rein? Nee, die sind so. Das heißt, es ist irgendwie, wie groß ist das etwa? So eine Hand. Also zeig mal mit den Händen, wie groß das so ist. So breit ist das. Und da sind so Fächer drin. Wie viele Fächer? 3. Das hat sehr lang gedauert. Ich musste erst mal zählen. Das hat sehr lang gedauert, um 3 zu zählen, ne? Okay, da sind 3 Fächer drin. Ja. Und in diesen Fächern ist nichts. Doch, die CDU. Ach so. Ganz vorne. Ah, ganz vorne in diesen Fächern ist CDU. CDU und an dem C und an dem U ist so Plastikscheiße. Liegt die da einfach drauf, oder? Ja. Die sind mit dem Gummiband befestigt. Mit einem Gummiband? Ja, sonst wird es ja runterfallen. Die Plastikscheiße ist mit dem Gummiband an den Buchstaben jeweils. Ja. Also jeweils. An, ja. An allen dreien. Nee, nur an dem C und dem... Ah, gut, dass du konsistent bleibst. Ja. Okay. Boah, du fickst so mit meinem Kopf, ne? Die Buchstaben, welche Farbe haben die? Weiß. Das kam sehr deutlich. Und das Büroteil, welche Farbe hat das? Schwarz. Schwarz aus Holz? Aus Metall. Schwarz aus Metall? Mhm. Und die Buchstaben sind weiß. Holz, ja. Okay, die Buchstaben sind wahrscheinlich Holz. Lieber Antonia, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass du lügst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich hab's gut beschrieben. Du hast es schon sehr gut beschrieben. Es ist so detailliert. Ja. Und du hast so manche Sachen gar nicht gesagt. Also, dass es zum Beispiel schwarz ist und dass das andere weiß ist und dass da Gummibänder sind, das musste ich alles erfragen. Ja. Deswegen dachte ich mir, das sind so zusätzliche Infos, die du so raushaust, erst wenn ich frage. Und da dachte ich, das kann ja dann nicht die Wahrheit sein, sonst würdest du das ja schon längst gesagt haben. Hm. Ich habe vor mir wieder einen interessanten Gegenstand. Dieser Gegenstand besteht aus 2 Gegenständen. Der eine ist ein Motorrad, auf dem oben ein Elch drauf ist. Der andere Teil ist ein Globus, eine Weltkugel, wo
dieses Motorrad eben drauf ist. Das sehe ich hier vor mir. Also wie jetzt, der Elch ist auf dem Motorrad und der Globus? Also der Globus ist, also beides ist aneinander. Und es ist einfach eine Weltkugel. Einfach eine Weltkugel. Plastik? Könnte Plastik sein. Ich sag, du lügst. Scheiße. Weißt ich hab's dir nicht geglaubt. Weißt du, wie du mich total gekriegt hättest? Und ich habe das gemerkt, als ich das Wort Weltkugel gesagt hatte. Ja. Du hättest mich einfach nach einem Land fragen müssen. Ja. Du hättest einfach sagen müssen, nenn mir mal 5 Länder in Südafrika. Ja, so asozial wollte ich, glaube ich, nicht sein. Ja, das hatte ich auch schon überlegt gehabt, was denn da so alles drin ist. Und ich dachte, an dem Punkt, wo ich dir sage, dieser Elch sitzt nicht auf dem Motorrad, sondern ist Teil des Motorrads, dachte ich, du musst doch merken, dass ich mir Dunn Abfuck nicht ausdenken kann. Ich dachte genau an dem Punkt, warum sagst du das erst jetzt? Das weiß man, das ist doch klar. Ich habe vor mir eine kleine Staffelei und auf der kleinen Staffelei ist ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch? Ja, ein portugiesisches Kinderbuch und es geht um ein Auto. Ist das Kinderbuch offen? Ja. Also es ist eine... Genau, die Seite, die auf ist, ist quasi das Auto und das fährt durch eine Stadt und in dem Auto sitzen zwei Superhelden wahrscheinlich und da kommt Feuer aus dem Auto hinten raus. Also könntest du jetzt eine Seite umblättern? Nee, weil das ist klebt fest. Es ist sozusagen eine Seite, die man sehen kann? Ja. Ah, okay. Weil die anderen Seiten, die sind verklebt? Ja. Mit Flüssigkleber? Ja. Aber kannst du das Buch abnehmen von der Staffelei? Nee, ist ja verklebt. Achso, ist komplett verklebt? Ja. Okay. Aber siehst du auf der anderen Seite sozusagen, wenn du die Staffelei drehst, siehst du dann einen Titel vom Buch? Du siehst ja den Buchrücken dann. Du musst jetzt natürlich mal drehen. Sehr lange drehen. Ja. Ja. Okay, da siehst du den Buchrücken. Ja, ich sehe den Buchrücken. Das Buch hat 1,50 € gekostet und das Buch heißt Vehiculus Locus. Locus? Ja. Okay. Ich bin überzeugt davon, dass du lügst. Vehiculus Locus. Auf einer kleinen Staffelei. Ey, ich dachte wirklich, dass diese Seiten sind verklebt, so dein Panikaugenblick ist von oh shit, dann könnte ich ja voll viele Fragen noch stellen. Was auf der nächsten Seite? Was auf der nächsten Seite? Und dann bricht die Lüge zusammen. Ja. Und dann ja, hebt es mal hoch. Ja, nee, ist auch verklebt, weißt du so. Und ich dachte dann, als du umgedreht hast, 1,50 € gekostet hat, wäre so ein Moment gewesen von, du fügst jetzt Sachen ein, die im eigentlichen Ding, was vor dir ist, so drauf sind. Ja. Ah, ich zeige das erstmal in die Kamera. Dass man das sehen kann in der Kamera. Ich bin nervös. Dass man das auch betrachten kann. Ich habe vor mir ein interessantes Objekt, was ich so auch... Das ist ein Makler. Was ich so auch noch nicht gesehen habe. Es besteht aus Buchstaben, das Wort Love, Liebe, auf Englisch Liebe, und ein Herz. Ich bin nicht gut in Anatomie. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Herz ist, was daran befestigt ist. Und so simpel ist das auch schon. An den Buchstaben Love. An den Buchstaben Love. Die sind an dem Herz. An dem Herz. Oder das Herz ist an den, also je nachdem. Was ist denn das größere Objekt? Größere Objekt sind die Buchstaben Love. Okay. Soll ich zeigen, wie groß die sind? Ja. Warte. Ja, was? So groß. Nein, ich hab's so gemacht. So? Nein, doch nicht so. Passt doch gar nicht in die Kiste, was du da gerade angezeigt hast. Hä, ich hab das gezeigt. Wie groß halt ist das Herz? So groß. Das Herz ist so groß. Das finde ich ganz schön groß. Du erzählst mir sehr wenig Details. Wie sieht denn das Herz aus? Was willst du genau wissen? Es ist halt rot. Es ist das Organherz quasi. Ja, das Organherz. Also es ist nicht so... Gehen dann noch so Drähte ab und so komische Arterien. Also Arterien, ja, sind so, also so kleine Stückchen, wo man sieht, dass da noch sozusagen Arterien oder ich weiß nicht, abgehen würden. Ich glaub dir. Ja! Juhu! Das war zu souverän, das war zu cool, das war zu calm. War ich zu calm? Nee, ich bin bei jedem Guest, rate ich einfach nur. Also ich rate wirklich eigentlich nur. Ich try halt auch so anders zu sein als davor, wie ich die Wahrheit gesagt habe. Ja, das ist nämlich schwierig. Ja, weil du diesmal sehr wenig Details genannt hast. Ja, und davor mehr. Und davor war ich auch unsicherer, aber du hast mich trotzdem durchschaut. Jetzt habe ich 4 Punkte, glaube ich. Also, wenn ich den nächsten richtig mache... Hast du gewonnen? Habe ich gewonnen. Wir haben hier den YouTube-Thumbnail-Gegenstand. Und zwar habe ich vor mir ein Glas, wie so ein Honigglas oder ein Aufbehältungsdings. Und in dem Glas ist auch ein Löffel drin. Und
In dem Glas ist, ich weiß nicht, Schleim, roter Glibberschleim. Wieso ist es ein YouTube-Thumbnail-Ding? Sieht lustig aus. Sieht lustig aus. Ja. Aber wieso ist es ein YouTube-Thumbnail-Ding? Weiß ich nicht, weil ich im ersten Moment dachte, dass es so blutig aussieht, weil es rot ist. Der Schleim? Ja. Das ist roter Schleim? Ja, und so was perliger hat, Schleim. Also glitzerig oder perlig? Perlig. Also da sind runde Kugeln kleine, drin. Ganz kleine Kugeln. Runde kleine Kügelchen. Kennst du diesen Schleim, der so aus ganz vielen kleinen Kugeln ist? Mhm. Ja. Und warum ist das jetzt Thumbnail-mäßig? Weil es komisch aussieht. Vorne steht drauf Kaffee. Auf dem Glas. Handschriftlich? Nee, auf dem Sticker. Aber handschriftlich geschrieben? Nee. Gedruckt? Ja. Ich habe folgendes Problem. Ja. Wenn ich jetzt das Falsche sage, hast du gewonnen. Ja. Dann ist das Spiel zu Ende. Ja. Und ich gönne dir nichts im Leben. Ja. Das weißt du. Ja. Ich glaube, du sagst die Wahrheit. Ja, du hast recht. Boah, Digga. Weißt du, warum ich gesagt habe, das ist ein YouTube-Thumbnail? Warum? Weil ich erst lügen wollte. Ich wollte sagen, dass da irgendwas Sassiges drin wäre, so ein Kondom oder so. Ah, stimmt, dann wäre es eine Lüge. Dann ist es abgewandelt. Ja, aber in dem Moment, wo ich das sagen wollte, dass da ein Kondom drin ist, dachte ich, dass du mich fragst, welche Marke. Und mir ist in dem Moment keine einzige Marke eingefallen. Durex. Ja, ist mir nie eingefallen. Ich warte in meinem Kopf Billabong. Aber das ist so eine T-Shirt-Marke, oder nicht? Hättest auch irgendwie Eis.de sagen können. Einfach mir ist so. Nichts eingefallen. Nichts ist mir eingefallen. Und dann war ich so, dann dachte ich so, ja, dann muss ich jetzt in die Wahrheit sagen. Mit dem YouTube-Thumbnail war irgendwie ein bisschen off. Ja. 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 Das heißt, es ist jetzt für uns beide Matchball. Ja. Die nächste Runde entscheidet. Oha. Nächste Runde entscheidet einfach. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Lieber Antonia. Guten Tag. Hi. Das ist jetzt eine ganz spannende Runde. Deswegen versuche ich dir zu beschreiben, gut zu beschreiben, was ich hier sehe. Nämlich ein Kohl mit zwei Federn. Mhm. Und der Kohl ist in einer Alu-Schale. Wie groß ist denn der Kohl? Der Kohl ist faustgroß. Es ist ein verhältnismäßig kleiner Kohl. Sehr kleiner Kohl. Sehr kleiner Kohl. Sehr average. Also der Kohl ist auch gar nicht echt. Ach der so. Kohl ist, der Kohl ist aus Plastik. Aha. Und was stecken da für Federn in dem Kohl? Wenn der aus Plastik ist, ist es ja saunervig, da eine Feder reinzustecken. Nee, also die sind nicht reingesteckt, die sind an der Seite des Kohls, hatte ich ja gesagt. Die sind an der Seite, aber die stecken nicht im Kohl drin. Verstehe ich jetzt aber nicht, warum das jetzt so besonders schwer sein soll, tatsächlich. Ich meine, es ist sehr schwer. Wie hast du aber einfach nur geblufft? Wie würdest du jetzt handeln in der letzten Runde? Würdest du mit einer Lüge gewinnen wollen? Wahrscheinlich schon. Oder gehst du den sicheren Weg mit der Wahrheit, um mit der Wahrheit zu gewinnen, um zu sagen, auch ein Statement zu setzen, dass am Ende des Tages doch für die Wahrheit. Die Wahrheit immer wieder gewinnt. Dann wiederum könnte ich mir auch vorstellen, dass du gerne noch ein zweites Mal das Serotonin in deinem Körper spürst, mich angelogen zu haben. Einfach auch für den Kick. Für den Kick. Ich kann noch eine Sache hinzufügen vielleicht. Auf dem Kohl ist ein Gesicht abgebildet. Die Federn, die sind eingefärbt, nämlich pink. Und schon spät für diese Information. Plastikkohl mit Federn. Würdest du jetzt lügen? Ich sag, du sagst die Wahrheit. Du sagst, ich sag die Wahrheit. Ja. Und damit hast du das Spiel gewonnen. Ich will das nicht. Das ist ja der größte Scheiß, den ich in meinem Leben gesehen habe. Da ist ja wirklich ein Gesicht drauf. Digga. So komplett. Ja, ich habe gedacht, du willst nochmal mit der Wahrheit. Ja, weißt du, was ich mir nämlich gedacht habe? In den zwei Runden davor habe ich die Wahrheit gemacht. Und ich dachte, allein deswegen denkst du safe, dass ich lüge. Ich dachte, ich kann gar nicht jetzt lügen, weil du safe davon ausgehst, dass ich lüge. Allein so wegen der Reihenfolge. Aber da hast du nicht bedacht, dass ich kein Kurzzeitgedächtnis habe.